Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen den ERC München. Ich darf im Presseraum ganz herzlich begrüßen Pat Cortina, den Coach des ERC und den Cheftrainer der Kölner, Heinz-Niklas Sundblad. Ich darf zunächst Pat Cortina um seinen Kommentar bitten. Bitte schön. Ja, guten Abend zusammen. Das war sehr wichtig, 3 Punkte für uns. Ich bin obviously zufrieden mit den Ergebnissen heute Abend. Meine Mannschaft hat viel Arbeit gemacht, spielt mit Leidenschaft. Die erste Dritte war ein bisschen schwer für uns. 16 Tage ohne Spiel. Das ist sehr lang in this point of the season, but we got better. And I think the second period, especially with penalty killing, we did a really good job. Sebastian Elving, unser Tormann. Die Arbeit wird gemacht in die Unterzahl-Situation und die Tore haben geschießt in die Überzahl-Situation. I think that's what made the difference tonight. You know, we knew it was going to be extremely difficult here. I think Niklas has done a great job with this team. They've been one of the best teams in the league the last 2 months. You know, they played well. I watched them play against Augsburg and they're playing extremely well. We knew it was going to be difficult. And we knew we had to work hard to give ourselves a chance. I think we did that. And like I said, PK, PP, some timely goals, good goaltending, and that's why we take the 3 points. But you know, Niklas, good luck the rest of the way here. And that's it. Thank you. Vielen Dank. Darf den Schlussteil noch kurz zusammenfassen. Also ausschlaggebender Punkt im heutigen Spiel war Unterzahl und Überzahl. Sebastian Elving hat da einen sehr guten Job gemacht. Wir wussten, dass es sehr, sehr schwer werden würde, mussten sehr, sehr hart arbeiten. Niklas Sundblad und sein Team haben in den letzten Wochen hier einen sehr guten Job gemacht. Aber wie gesagt, die Special Teams haben heute den Unterschied gemacht und wünscht Niklas Sundblad und den Haien viel Glück auf dem weiteren Weg. Niklas, dein Kommentar bitte. Erstmal guten Abend. Ja, zum Spiel heute. Beide Mannschaften haben Pause gehabt. Erste, dritte, 2-2. Ich habe gedacht, okay, Ivan Nistris ist da, aber war okay. Vor einer langen Pause, dann kommen wir zurück in die zweite, dritte. Und war eins unserer schlechtesten, ich bin Trainer her, da war einfach nicht gut genug. Unsere Übersaal hat nicht funktioniert, wir trainieren das viel, aber heute war nicht unser bester Tag auf das. Ja, und dann war einfach nicht gut genug. Da mussten wir sitzen zurück und analysiert, weil wir ein paar Tage Pause, warum wir nicht das richtige Bein. Wir haben gut trainiert, wir sind da, aber das war ein sehr, sehr wichtiges Spiel, wir hatten Punkte verloren, aber noch 8 Spiele, da mussten wir sitzen zum Morgen und vorbereiten und analysieren für das nächste Spiel. Wie gesagt, 70 Punkte plus muss man so Playoff erreichen und das ist unser Ziel. Und Kopf hoch und vorbereiten für das nächste Spiel. Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe noch andere Endergebnisse. Hannover unterliegt Ingolstadt mit 1-2. Iserlohn verliert nach Verlängerung gegen Hamburg mit 4-5. Nürnberg verliert gegen Mannheim mit 1-2. Augsburg verliert gegen Wolfsburg mit 2-4. Und die DEG schlägt Berlin mit 1-0. Gibt es Fragen an die Trainer? Frage an Niklas Sundblad, wie er die Chancen einschätzt, noch Platz 10 erreichen zu können. Ja, das Spiel heute, weil das so ist ein neues Spiel in 2 Tagen, das ist 8 Spiele bis Ende. Ich würde sagen, wir brauchen mindestens 15 Punkte und ist nicht einfach, aber es ist schaffbar und das ist unser Ziel. Wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, bedanke ich mich bei Pat Cortina und Niklas Sundblad. Wir sehen uns wieder am Sonntag, Heimspiel gegen Mannheim, 17 Uhr geht's los. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen, danke. Danke.